Erstens paar offizielle Dinge, nämlich ich möchte grüßen vom Matheplanet. Erstens ASDF-Username und Triceratops. Auf Matheplanet gibt es gerade eine ganz interessante Diskussion darüber, ob man links vom Turnstile nicht nur einzelne Formeln hinschreiben sollte, wie wir es jetzt immer gemacht haben, sondern vielleicht auch Listen von Aussagen. Wenn ihr dazu eine Meinung habt, schaut mal vorbei. Wer den Matheplanet nicht kennt, ihr seid komisch. Auf dem Matheplanet treiben sich so illustre Figuren wie Martin Brandenburg, Martin Infinity zum Beispiel rum. Also es ist eine Seite, die man anschauen kann. Wie bitte? Ja, achso, ja genau. Zweitens, das hatte ich, glaube ich, nie explizit gesagt, weil ich irgendwie dachte, es ist völlig klar, aber ich glaube, es ist nicht klar und es ist gut, wenn man es einmal sagt. Wir haben doch hier definiert, wann eine Funktion berechenbar heißt. Das war mit diesen Abbildungsrezepten und es waren die und die Sachen erlaubt. Eventuell kennt ihr aus anderen Vorlesungen auch schon Definitionen von Berechenbarkeit. Zum Beispiel eine Funktion von n nach n ist genau dann berechenbar, wenn es eine Turing-Maschine gibt, die sie berechnet. Oder eine Funktion von n nach n ist genau dann berechenbar, wenn es einen Ausdruck im Lambda-Kalkül gibt, im untypisierten Lambda-Kalkül gibt, der sie berechnet. All diese Aussagen sind zueinander äquivalent. Ja? Und das lernt man in irgendeiner theoretischen Informatikvorlesung. Ist auch nicht so besonders schwer zu zeigen, macht auch Spaß, das zu zeigen. Könnt ihr machen als Übungsaufgabe. Tatsächlich ist so, alle Konzepte von Berechenbarkeit, die sich Menschen so ausgedacht haben, sind alle zueinander äquivalent, sofern man sich auf Funktionen von n hoch so und so viel nach n beschränkt. Wenn man auch Funktionen höherer Ordnungen mit einbezieht, Funktionen, die als Argumente andere Funktionen nehmen können, dann gibt es sehr subtile und sehr interessante Unterschiede. Aber für Funktionen von n hoch so und so viel, endliche Zahl nach n, sind alle Konzepte, insbesondere das, was wir in der Vorlesung hatten, äquivalent. Drittens, ich hätte gern einen Zwischenapplaus für das Team vom Videolabor, was jedes Mal diese Vorlesung aufzeichnet und viel Aufwand hat, die zu machen. Nice. Dann legen wir also los. Der Plan steht an der Tafel. Wir müssen eine Gewinnsamkeit vorher noch machen, aber ansonsten machen wir das. Diese Tafel gehört in Anführungszeichen gesetzt, weil das sind momentan alles noch informal ausgedrückte Sachen und wir können das besser. Ja? Insbesondere fehlen hier diverse Voraussetzungen, aber ich will schon mal kurz einen Ausblick geben, was wir machen werden. Also, wir werden irgendwie so ein komisches Diagonalisierungslemma beweisen. Das wird der Kernpunkt sein für alle Aussagen, die hier kommen. Und tatsächlich werden wir das, glaube ich, nicht beweisen, das wird eine Übungsaufgabe. Gut. Mal schauen, je nachdem, wie die Zeit ist. Und dann werden wir mehrere Theoreme kennenlernen, die alle auch Namen haben. Theorem 1 hier ist Gödels erster Unvollständigkeitssatz. Der besagt ganz grob: In jedem formalen System gibt es Aussagen, die wahr sind, aber nicht beweisbar. Frage: Woher weiß ich, dass sie wahr sind, wenn sie nicht beweisbar sind? Gut. Ja, auch für klassische logische Aber ich meine Systeme. für inkonsistente. Ach so, nee, für inkonsistente Systeme geht es nicht. Nee, ja. Deswegen, hier fehlen ein paar Voraussetzungen, die dann nachher, wenn es nochmal richtig kommt, dann auch dran stehen. Theorem 2 ist Gödels zweiter Unvollständigkeitssatz. Der sagt, ein formales System kann genau dann seine Konsistenz beweisen, wenn es in Wahrheit inkonsistent ist. Theorem Nummer 3. Selbstvertrauen bringt etwas oder Selbstvertrauen bringt nichts. Das Theorem hat zwei verschiedene Interpretationen. Es ist aber dasselbe Theorem. Viertens. Es gibt Aussagen, von denen man beweisen kann, dass ihr kürzester Beweis die Länge 2 hoch n hat, n sehr groß. Und trotzdem werden wir diese Aussagen beweisen an einer Tafel. Und fünftens, Wahrheit ist nicht definierbar. Immer wenn jemand das Wort Wahrheit verwendet, also bla 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 ist wahr, dann könntet ihr ihn sofort zum Absturz bringen, wenn ihr einfach nachfragt, was meinst du denn eigentlich genau mit Wahrheit? Ja, Theorem 5 sagt, Wahrheit ist nicht definierbar. Niemand kann wirklich erklären, innerhalb der Grenzen, die hier aufgezeichnet werden, von den formalen Systemen, was Wahrheit ist. Gut. Wir brauchen nur noch eine Sache, die an die Vorlesung vom letzten Mal anschließt, mit diesen Kodierungen, will ich gar nicht lang halten, damit wir Zeit für das da haben. Wir wollen kurz einführen, wann eine Zahl eine wohlkodierte Liste heißt. Mit Zahl meine ich wie immer in der Vorlesung natürliche Zahl und natürlich ab 0, weil wir moderne Mathematiker sind. Eine Zahl heißt genau dann wohlkodierte Liste, falls, so, ihr erinnert euch an die Beta-Funktion vom letzten Mal.
die war super wesentlich für die gesamte Theorie. Mit der war es möglich, Zahlen, eine endliche Liste von Zahlen zusammenzupacken zu einer einzelnen Zahl. Und mit der Beta-Funktion konnte man eben aus dieser einzelnen Zahl wieder die einzelnen Elemente extrahieren. Das war schön und gut und das war auch extrem wichtig, aber das ist noch nicht alles, was wir brauchen von der Theorie. Denn zum Beispiel von einer auf nur über die Beta-Funktion kodierten Liste können wir nicht herausfinden, wie lang sie ist. Deswegen erweitern wir jetzt ein kleines bisschen die Kodierung und wir nehmen einfach Paare her. Paare, die wir wiederum mit der J-Funktion kodieren. Das war die Funktion, die aus zwei Zahlen eine macht. Sodass die vordere Komponente halt die Länge der Liste ist und dann die hintere Komponente so ein D ist, womit wir mit der Beta-Funktion rausfinden können, was die Einträge sind. Ich schreibe die Bedingungen gleich hin. So, ich sage nur gleich schon mal, wie wir uns das dann vorstellen. Die Länge einer wohl kodierten Liste V ist dann die erste Komponente vom Paar. K war die Funktion, die erste Komponente zurückgibt. Ja. Und das ite Element, Zählung beginnt bei 0, von V ist Beta angewendet auf die zweite Komponente von V und dann eben mit i, Beta i, das ite Element rausgefischt. Okay, und was wir jetzt noch fordern wollen, sind erstens, dass all die Elemente von der Liste kleiner sind vom Zahlenwert her wie die Liste selbst. Und zwar für welche i? Für alle i kleiner als k von v, kleiner als die Länge der Liste, die wir jetzt ja zur Verfügung haben. Und jetzt wollen wir noch was Zweites fordern. Denn momentan, wenn wir jetzt aufhören würden zu schreiben, wäre es so, dass man eine und dieselbe meta-endliche Liste von Zahlen auf viele Arten und Weisen kodieren kann als wohl kodierte Listen, als Zahlen in Arithmetik. Das liegt daran, weil wenn ihr euch erinnert an die Vorlesung vom letzten Mal, wie wir diese Kodierung gemacht haben, das war mit dem chinesischen Restsatz, aber der hat nicht eine eindeutige Lösung, sondern nur eine eindeutige Lösung bis auf. Das heißt, man kann auf das D von der Vorlesung vom letzten Mal immer noch andere Zahlen dazuzählen und kann halt künstlich das Ergebnis erhöhen. Und was ich bei zweitens einfach hinschreiben will, ist, dass wir immer die minimale Kodierung nehmen. Ja? Also zweitens, für alle Listen, für alle Zahlen V', die wir uns vorstellen, wieder so als Paare, wobei die ersten Komponenten übereinstimmen. Also quasi möchte gern Listen, die genauso lang sind und welche auch die Bedingung aus erstens erfüllen. Also so, dass Beta von L von V' i und zwar nicht nur irgendwie die Bedingung erfüllen, sondern auch einfach genau dieselben Elemente haben. So, für alle i kleiner als k von v oder v' ist egal. Für all solche Zahlen gilt, v ist kleiner gleich v'. Also für jeden möchte gern, für jede möchte gern Kodierung von denselben Elementen gilt, dass diese Möchtegern-Kodierung größer gleich ist wie die echte. Ja, so kriegen wir eine Eindeutigkeit hin. Soll dieses Beta von L von V' i noch kleiner als L von V' sein? Ist automatisch der Fall, wenn wir Gleichheit haben. Wieso? Weil wir erstens haben. Naja, also die Frage hier ist gerade, müssen wir noch fordern, dass Beta von L von V' i alles kleiner als, ach so, als kleiner als L von V ist. Aha, richtig. Ja, dann fordere ich das noch. Danke. Also, hier noch einfügen. Und Beta von L von V' i kleiner als V'. Jetzt passt es, ne? L von V'. Danke. Ich wollte genau dieselbe Bedingung einfach nochmal fordern. Gut, also das sind wohlkodierte Listen. Und was ich jetzt noch anschreibe, aber nicht mehr beweisen werde, Beweis kriegt ihr selbst hin, wenn ihr darauf Lust habt, sind nur so ein paar Aussagen, was man jetzt alles machen kann mit eben so wohlkodierten Listen. Erstens,
für jede Zahl n und Zahlen a0, jetzt fangen wir bei 1 an, a1 bis an, gibt es eine wohl kodierte Liste. Liste mit Länge n. Und Elementen in dem Sinne, wie es ein paar Zahlen oben definiert wurde, genau a1 bis a1. Zweitens, Hating-Arithmetik beweist eine ganze Menge Sachen. Beweist, dass die folgenden Operationen total sind. Also jetzt schreibe ich da gleich Operationen hin, ja, Sachen, die man mit wohlkodierten Listen machen kann. Das sind berechenbare Funktionen und ich unterstelle hier, dass HA sogar beweist, dass diese Prozesse immer terminieren. So wie wenn es zum Beispiel primitiv-rekursive Funktionen sind, dann wissen wir das schon, weil wir das Metatheorem dazu überwiesen haben. Also was kann HA alles? Die Listenlänge bestimmen. Dazu muss nur K aufgerufen werden. Haben wir schon gesehen, dass Hating-Arithmetik das als total erkennt. Das IT-Element extrahieren. Ein einzelnes Element anhängen. Hinten eine ganze wohlkodierte Liste anhängen. Und überprüfen, ob eine Zahl in einer wohlkodierten Liste vorkommt. Überprüfen, ob eine gegebene Zahl in einer wohlkodierten Liste vorkommt. Und C, HA beweist, dass Induktion über Listen möglich ist. In dem Sinne, dass wenn man etwas für alle Listen zeigen möchte, dass es dann genügt, folgenden Induktionsschritt nachzurechnen. Sollte die Behauptung schon für alle Elemente der Liste gelten, dann gilt sie auch für die Liste. Mit Liste meinte ich jetzt immer wohlkodierte Liste. Im Skript findet ihr eine genauere Formulierung von Aussage C. Gut. Das kann HA also alles. Ich lade euch ein, das per Hand zu überprüfen. Das macht Spaß, wenn ihr so ein bisschen auch Spaß habt, quasi Low-Level zu programmieren. Und wesentlich geht da eigentlich nur noch ein Faktum ein, nämlich, dass wir überall, auch schon letztes Mal, aber jetzt auch nochmal in der Definition, so penibel darauf geachtet haben, dass Elemente von Listen immer kleiner sind als die Liste selbst, was ihren numerischen Zahlenwert angeht. Das führt nämlich dazu, dass man Induktion treiben kann. Weil die normale Induktion oder diese Noethersche Induktion bis Omega von Peano-Arithmetik oder von Hating-Arithmetik sagt ja, wenn ich eine Behauptung schon für alle Vorgänger, wenn ich aus der Gültigkeit der Behauptung für alle Vorgänger schon folgern kann, dass die Behauptung für diese Zahl stimmt, dann stimmt die Behauptung für alle Zahlen. Und weil eben das, worüber ich Induktion machen will, immer numerisch einen kleineren Wert hat, kann ich so drittens, also C, zurückführen auf die normale Induktion und damit kann ich auch hier ein paar Sachen mit Induktion beweisen. Ich nehme an, dass das Theorem plausibel ist. Wenn nicht, dann jetzt bitte einhaken. Ich sehe kritische Blicke dort.
Ja. Genau. Was man hiermit zum Beispiel auch noch zeigen kann, mithilfe dieser Definition, ist, dass wenn man zwei wohl kodierte Listen hat, also zwei Zahlen, und diese Listen haben dieselbe Länge und dieselben Elemente, dann sind die Listen gleich. Weil die eine ist kleiner gleich wie die andere und umgekehrt, dann sind sie gleich. Ja, das ist ganz schön, dass man diese Extensionalität hat. Man könnte, je nachdem, was man vorhat, auch auf diese Extensionalität verzichten, aber es ist nett, sie zu haben und überhaupt nicht schwer, sie zu bekommen. Deswegen haben wir das so formuliert. Ja, Lukas. Ja, die Frage ist, was ist K und L? Kann ich sofort nochmal sagen. Wenn man zwei Zahlen A und B hat, dann gibt es die J-Funktion, die Paarungsfunktion. Das Ergebnis ist, die hat zwei Argumente, da kann man A und B reinstecken. Das Ergebnis ist J von A und B und das ist eine einzelne Zahl. Und diese einzelne Zahl ist halt irgendwie so gemacht, es gab eine explizite Formel für die Paarungsfunktion, sodass wenn man auf das Ergebnis JAB wieder K oder L anwendet, nochmal weitere definierte Funktionen, dass dann wieder A und wieder B rauskommt. Also J zusammen mit K und L bieten eine Möglichkeit, immer konkret genau zwei Zahlen zu einer zusammenzufassen, auf eine Art und Weise, sodass man die Einzelzahlen wieder rausholen kann, wenn man das später möchte. Wenn wir nur die J-Funktion gehabt hätten, wo man deren Eigenschaften viel leichter nachweisen kann als von dieser Beta-Funktion, dann könnte man für jedes konkrete n Listen der Länge n kodieren. Listen der Länge 2 sind halt Paare, Listen der Länge 3 mache ich Paare, wo hinten im hinteren Komponenten des Paares nochmal ein Paar steht und so. Aber das genügt nicht für die Anwendung, die wir vorhaben. Da brauchen wir wirklich auch, dass wir Listen kodieren können der Länge n, wobei n eine Variable in der Sprache ist. Und dafür haben wir das ganze Beta-Zeugs gebraucht und hier noch eben diesen kleinen Aufbau dazu. Okay. Ich sage euch, wozu das gut war, das da zu definieren und wozu es gut war, die ganze Theorie zu entwickeln mit diesen primitiv-rekursiven Funktionen. Also großes Fazit der bisherigen Vorlesungen zu Arithmetisierung von Syntax. Kurze Fazit ist folgendes. Für alle, das wird noch qualifiziert, formalen Systeme ist es möglich, den Termen, Formeln, Sequenzen und Beweisbäumen natürliche Zahlen zuzuordnen. Ich bin einmal explizit. So dass Operationen wie Sätze in einer Sequenz für eine freie Variable folgenden Term ein berechenbar sind. Ach so, die hast du schon gemacht.
Nein, ja, doch, ja, habe ich gemacht, sieht man nämlich gut. Danke. Eine solche Zuordnung heißt auch Gödel-Kodierung oder Gödel-Nummerierung. Also, was ist damit gemeint? Fangen wir mal bei Termen an. Terme von einem konkreten formalen System, sagen wir Hating-Arithmetik, sind doch folgende. Das kann die Konstante 0 sein, das kann S von einem Term sein, das kann irgendein Term plus ein anderer Term sein, das kann irgendein Term mal ein anderer Term sein. Das waren die Termkonstruktionsmöglichkeiten von Hating-Arithmetik. Und wir können jetzt jedem solchen Term eine Zahl zuweisen, auf eine Art und Weise, dass wir dann intern in Arithmetik, zum Beispiel in Hating-Arithmetik, damit umgehen können. Zum Beispiel, ganz billig gesprochen, könnten wir Terme, welche ja endliche Folgen von Zeichenketten sind, als wohlkodierte Listen kodieren. Wir würden dann irgendwie einführen, das Symbol für die 0 bekommt, das ist die Konstante 0, bekommt die Zahl 47, weil das die Zahl aus Star Trek ist. Und das Symbol S bekommt 48, das Symbol Plus bekommt 49, das Symbol Mal bekommt 50. Ihr seht, das ist willkürlich. Und dann könnte man sowas definieren wie, das waren nur Grundbestandteile, jetzt der Term S von 0 wird irgendwie kodiert als Kodierung der Liste ...48,47 als wohlkodierte Liste wie dort hinten, als WKL. Das wäre S von 0, so könnten wir das entscheiden. Oder 1 plus 1 würden wir vielleicht so kodieren, S von 0 plus S von 0 würden wir kodieren als eine Liste, bestehend aus, auf oberster Ebene steht das Pluszeichen, also die 49. Dann die Kodierung von gerade eben. Als erstes Argument Kodierung von S von 0 und dann nochmal Kodierung von S von 0. Und so könnten wir immer weitermachen und sukzessive definieren, auch für kompliziertere Terme, wie wir die zu kodieren haben. Und dann können wir für Formeln definieren, wie wir die zu kodieren haben, für Sequenzen. Zur Erinnerung, Sequenzen sind ja nur drei Tupel bestehend aus einer Liste von Variablennamen, einer Formel und noch einer Formel. Und wir könnten auch Beweisbäume auf diese Art und Weise kodieren. Beweisbäume sind auch nur sehr große verschachtelte Listen. Ist das möglich? Tim nickt. Bene? Wird das jetzt an der Stelle nicht irgendwie passieren, dass das zufällig irgendeine Liste kodiert wird als eine Zahl, die ich schon davor für irgendwas anderes in meinem Syntax verwendet habe? Das ist hier ein bisschen unvorsichtig gemacht, vielleicht. Also für den Term S von 0 hast du jetzt hingegen die Kodierung von S von 0, die ja da rechts schon steht. Ja. Aber die Zahl, die da rauskommt, könnte ja, ja sein, dass du auch für ein anderes Symbol irgendwie hättest verwenden wollen. Aha, ja. Verstehe, ja. Ist klar. Also die Sorge im Publikum ist gerade, ob hier vielleicht nochmal irgendwie die Zahl rauskommt oder vielleicht sogar die Kodierung von einer Liste von irgendwas ganz anderem, sodass das hier nicht eindeutig ist. Meinetwegen kann vielleicht so passieren. Dann mache ich Folgendes. Dann vergebe ich hier nur ungerade Nummern für die Grundbestandteile und all die abgeleiteten Sachen mache ich mal 2, damit sie gerade werden. Also ich einige mich einfach auf irgendein konsistentes Schema, dass ich hier nicht in Verwirrung komme, dass ich eine eindeutige Darstellung habe. Vielleicht geht es nicht genau so, dann muss ich vielleicht auf meine Lieblingszahl verzichten. Aber irgendwie geht es. Es gibt auch folgenden ganz konkreten Beweis, dass es geht. Und zwar, also handfester Beweis in der realen Welt. Und zwar mindestens 3 Leute in diesem Raum haben doch als Fetisch, sich eigene Theorembeweise zu programmieren. Das machen diese Leute auf echten Computern in der realen Welt.
Das heißt, wenn man diese Programme ausführt, landen irgendwann mal Bits im Arbeitsspeicher. Das sind Zahlen. Also es ist möglich, Formeln und Sequenzen und so weiter als Zahlen zu kodieren. Das ist aus heutiger Sicht überhaupt nichts Tiefsinniges, denn wir sind das gewohnt. Das ist immer so im Computer. Wenn man eine Textdatei hat, ne, dann ist die irgendwie ASCII oder Unicode oder sowas und dann kann ich die mir vorstellen als lange Liste von Zeichen und Listen wiederum kann ich umwandeln als Zahlen. Aber damals, als das Gödel gemacht hat, war das absolut bahnbrechend und die Leute waren ein bisschen verwirrt davon, wussten nicht genau, was abgeht und so weiter. Das war eine ganz geniale Einsicht von Gödel, dass man Listen und Bäume und all sowas auch als Zahlen kodieren kann. Sodass sie dann in den Anwendungsbereich von Arithmetik, von Zahlentheorie, von Hating oder Piano-Arithmetik fallen. Das war eine ganz, ganz tiefe Einsicht, ohne die auch all das hier, all die Theoreme ab 1, nicht gehen. Theorem 0 auch nicht, aber das hätte man sich vielleicht gar nicht gefragt, ob das stimmt oder nicht. Also es ist möglich, solche Gödel-Nummerierungen zu treffen. Auf viele Arten und Weisen sogar. Man muss es nicht nach dem Schema machen, was ich gerade gekennzeichnet habe. Es gibt übrigens verschiedene Möglichkeiten, wo man ansetzen kann. Ich habe jetzt hier quasi eher gesagt, das ist ein Baum, so wie in der 5. Klasse Aufgabe, zeichne den Termbaum zu so einer Sache, dass ich sage, Plus steht oben an der Wurzel und dann gehen davon ab, S von 0 und S von 0. Man könnte auch sagen, nee, das Problem des Parsings, also eine Zeichenkette zu parsen zu einem abstrakten Syntaxbaum, das ist kein völlig triviales Problem, das soll schon auch Hating-Arithmetik machen. Dann könnte man das hier nochmal neu kodieren als das Zeichen, als die Kodierung der Liste von dem Symbol für S, dem Symbol für Klammer auf, dem Symbol für 0, dem Symbol für Klammer zu und so weiter. Und dann muss Hating-Arithmetik das halt auch noch parsen können. Das ist aber auch möglich, weil diese drei genannten Leute haben auch Parser für solche Sprachen geschrieben. Ja? Also das ist alles möglich. So, und jetzt brauchen wir noch eine Definition und dann können wir anfangen mit all den Theoremen. Definition, die stand schon mal ganz kurz an der Tafel, aber ich will sie noch mal ein bisschen prominenter darstellen. Ein formales System S ist genau dann rekursiv axiomatisierbar, und zwar bezüglich einer fixierten Gödel-Kodierung, Gödel-Nummerierung, falls die Funktion proof von n Quadrat nach n berechenbar ist. Und was soll diese Funktion können? Also die nimmt zwei Argumente, ein p und ein m, und sie gibt 1 oder 0 zurück, je nachdem, ob p, das ist eine Zahl, ob das die Gödel-Kodierung von einem korrekten Beweis der durch die Zahl m kodierten Sequenz darstellt. Genau dann 1, falls m die Gödel-Kodierung eines korrekten S-Beweises der durch M kodierten Sequenz ist. So ein M muss jetzt P sein. Ja, das fordert P wie Proof. Und 0 sonst. Falls die Funktion das und das berechenbar ist.
Jedes formale System, was so einen Namen hat, was man untersucht, was aber was auf sich hält, ist rekursiv axiomatisierbar. Also zum Beispiel IQ, intuitionistische Robinson-Arithmetik, oder Q, oder PAA, oder Hating-Arithmetik, oder Peano-Arithmetik, oder ZFC. Oder das tanzt ein bisschen aus dem Rahmen, weil das nicht in unser Konzept von System fällt. Martin Löw, Typentheorie. Oder ZFC plus irgendwelche Universen-Axiome. Alle möglichen formalen Systeme erfüllen diese Eigenschaft. Das ist eine extrem schwache Eigenschaft. Das ist nur die Eigenschaft, dass also ein korrekter Beweis auch als solcher erkannt werden kann. Und es ist, bei all diesen Systemen ist es möglich, das zu programmieren. Lukas? Was das Unterringelte alle hier soll? Ja, es ist möglich, künstlich sich Systeme auszudenken, wo das nicht möglich ist. Zum Beispiel Systeme, wo du in die Signatur über Abzielbau unendlich viele Funktionssymbole aufnimmst. Wenn du das machst, was hier nicht der Fall ist, gell? Und bei keinem sinnvollen System, was so Anwendung findet, der Fall ist, dann funktioniert das nicht mehr, weil es gibt ja nur abzielbar viele Zahlen, aber überabzielbar viele Formeln gäbe es dann oder Terme in deinem komischen System. Und dann könntest du sicherlich nicht auf eindeutige Art und Weise so eine Gödel-Nummerierung vornehmen. Dann gäbe es auf jeden Fall Kollisionen. Ist es merkwürdig zu fordern, dass? Ja, sag mir ein formales System, was einen Namen hat, was überabzielbar unendlich viele Funktionssymbole hat. Ja, nee. Nee, der Punkt ist der, warum untersucht man denn formale Systeme? Zum einen, weil es Spaß macht. Aber zum anderen auch, insbesondere wenn du an die historische Motivation denkst, weil es gab diese Grundlagenkrisen in der Mathematik, Leute haben einen Widerspruch abgeleitet, ohne Annahmen gestellt zu haben. Haben wir bottom abgeleitet. Zum Beispiel mit der Russellschen Antonymie war das ja möglich. Und dann haben die Leute halt so ein bisschen Sorge bekommen, weil es irgendwie schlecht ist, wenn du bottom ableiten kannst, weil dann kannst du jede Behauptung beweisen. Vermaß letzten Satz, indem du erstmal diese drei Zeilen Russellsche Antonymie machst und dann folgt mit dem Explosionsprinzip folgt sofort Vermaß letzter Satz. Das ist schlecht. Also haben die Leute sich gedacht, okay, wie kann ich sicherstellen, dass ich korrekt argumentiere? Und so kam der Gedanke von einem formalen System auf. Formale Systeme müssen dann aber irgendwie selbst sehr kompakt, sehr übersichtlich sein, damit man überprüfen kann, dass denn ein formaler Beweis wirklich korrekt geführt wurde. Und dazu muss es so Beschränkungen geben, wie, dass ich erkenne, ob ein korrekter Beweis korrekt ist, auf maschinelle, nicht kreative Art und Weise. Und dass ich nicht überabzählbar viele Funktionssymbole oder sowas habe, weil wenn ich mich gerade so auf den Standpunkt stelle, dass alle Grundlagen unsicher sind, dann weiß ich auch nicht, was überabzählbar bedeutet. Dann kenne ich kein einziges Beispiel für eine überabzählbare Menge, weil ich kenne kein einziges Beispiel für eine Menge. Weil ich will Mengentheorie erst entwickeln. Deswegen ganz, ganz basic. Ich glaube, das beantwortet deine Frage, oder? Du hast aber nicht genickt. Dann musst du nochmal nachfragen. Ja. Also können wir das alle kritisieren? Auch nicht zu sagen, Ja, das kann man präzisieren. Wenn man sagt, höchstens abzählbar viele Funktionssymbole, Relationssymbole sollen vorkommen und das genügt schon. Wenn du sonst unsere Definition von formalen System nimmst. Wenn du natürlich erlaubst, auch ganz andere Arten von formalen Systemen zu studieren, wo es nicht nur und oder gibt, sondern auch noch Hallo als neue Verknüpfung, die du irgendwie definierst und besondere Eigenschaften hast. Wenn du sowas erlaubst, dann musst du natürlich auch noch fordern, dass es nur abzählbar viele neue Operatoren dieser Art gibt und so. Wir können das auch einfach zur Definition von einem formalen System dazu nehmen, wenn wir das möchten. Also alle Theoreme hier an der unteren linken Tafel beziehen sich nur auf Systeme, die die erste Eigenschaft auf der linken Tafel erfüllen und dann auch die zweite hier. Ist aber keine wesentliche Einschränkung, weil eben, wie gesagt, alle sinnvollen, alle interessanten formalen Systeme erfüllen diese Eigenschaft. Also ich sehe noch ein paar skeptische Gesichter
im Publikum, ja? Eventuell teilweise sich deckend mit Leuten, die nicht ganz so viel Programmiererfahrung haben. Das ist jetzt hier so ein bisschen in der Vorlesung so ein kleiner Sprung, ja? Also ich akzeptiere jetzt einfach, dass es eben möglich ist, bei den genannten formalen Systemen rein prinzipiell ein riesig langes Computerprogramm zu schreiben, was das da untersuchen könnte. Mit Computerprogramm zu schreiben, meine ich nicht wirklich auf meinem neuen Laptop oder sowas, sondern im Sinne der Definition. Wenn man Programmiererfahrung hat, dann glaube ich, dass das super plausibel ist, weil es eben möglich ist, sowas zu machen. Es gibt große Open-Source-Software-Projekte, wo das gemacht wurde. Wenn ihr daran aber jetzt noch Zweifel habt, dann empfehle ich euch sehr die Originalarbeit von Gödel. Damals war das ja, wie gesagt, eine brandaktuelle, neue, extrem nicht trivielle Sache. Und er erklärt das Schritt für Schritt auch mit den Klammern und alles, wie man das umsetzt. Aber es wird problemlos möglich sein, dem Rest der Vorlesung zu folgen, wenn man das jetzt akzeptiert, dass das bei diesen Systemen so ist. Ja? Es ist rekursiv axiomatisierbar, äquivalent zu sowas wie alle Regeln, die wir in unserem formalen System erst zulassen, also die Gesamtheit, die Gödelnummer davon, sind rekursiv aufzählbar. Ja, die Frage war gerade, ist es äquivalent, ist unsere Definition von rekursiv axiomatisierbar äquivalent zu der auf Wikipedia, welche sagt, dass einfach die Menge der Axiome, davon die Gödel-Kodierungen als Nummern, als Zahlen, dass die rekursiv aufzählbar ist? Ja, ist äquivalent. Ja? Das ist ein Stückchen, es erscheint zumindest ein Stückchen allgemeiner formuliert hier. Weil jetzt sage ich ja gar nicht, dass irgendwie, dass ich rausfinden kann, ob ein Axiom wirklich, ob ein Vorschlag für ein Axiom ein echtes Axiom ist. Ich sage ja einfach nur, Beweischecking soll möglich sein. Aber die sind nicht nett. Ich würde jetzt mal anfangen, die Theoreme hier zu beweisen. Ja? Wir fangen an mit einer präzisen Formulierung von Theorem 0. Nur mal der präzisen Formulierung, weil auf dem halt alles aufbaut. Okay. Sei es ein formales System, sei eine Gödel-Kodierung, Gödel-Nummerierung für S fixiert. Das mit rekursiv aufzählbar brauche ich, rekursiv axiomatisierbar brauche ich momentan noch nicht, nicht bei Theorem 0. Sei eine Gödel-Nummerierung für S fixiert. Insbesondere will ich damit stellen, dass es eine gibt. Okay? So, sei Phi eine Formel in S. Sorry, ich will auch eine Sache ergänzen, nämlich S soll IQ umfassen. Intuitionistische Robinson-Arithmetik. Ja, ich will, dass es eine Sorte n gibt und eine Konstante 0 und dass ich eine Successor, ein Funktionssymbol für Successorbildung habe. Sei Phi eine Formel in S, in der eine freie Variable n der Sorte n vorkommt. Dann gibt es eine Formel Alpha von dem formalen System S mit denselben freien Variablen bis auf das N. Wie von Phi, aber ohne N. Sodass Folgendes gilt. Basta. Ich muss ein kleines bisschen Notation erklären.
müsst ihr da hinten machen. Was bedeuten diese Strichchen? Was bedeutet Unterstrich? Also wenn wir eine Formel nehmen, Alpha, und die in Häkchen setzen, ich betrachte dann dieses Gebilde, dann meinen wir damit die Gödelnummer von Alpha. Das ist irgendeine konkrete Zahl. Und mit dem Unterstrich, der kam schon mehrmals vor, meinen wir die Interpretation von dieser Zahl als Term in der Sprache von S. Also als S von S von S von 0. So oft S angewendet, wie die Zahl, die jetzt eingekastelt ist, groß ist. Die Variablen, die hier unterdrückt sind bei der Sequenz, das sind genau die Variablen, die jetzt noch in Alpha vorkommen. Also alle die von Phi bis auf das N. Was das Diagonalisierungslemma, so heißt dieses Theorem, aussagt, ist, dass also für jede Formel von S, wo noch ein Platzhalter N vorkommt, dass wir eine Formel Alpha finden, die was aussagt? Die aussagt, dass Phi gilt, wobei man aber für N genau die Nummer von Alpha eingesetzt hat. Damit ist es möglich, Selbstbezüglichkeit zu eliminieren. Damit ist möglich, das sehen wir jetzt gleich beim Beweis von Theorem 1, ich denke, dann wird das klarer werden, damit ist es möglich, Aussagen zu formalisieren wie diese Aussage ist unbeweisbar oder diese Aussage ist beweisbar oder diese Aussage hat keinen Beweis, der kürzer ist als unsere Zeichen. Ja? Also immer dieses diese, das ist dadurch formalisierbar. Ich will da jetzt gar nicht so viel Dramatik drum machen. Der Beweis ist, wenn man weiß, dass dieses Theorem stimmt, überhaupt kein Problem. Das sind 3-4 Zeilen oder so mit den ganzen Vorbauten, die wir haben. Aber es war tatsächlich noch, also man hat noch so viel Angst davor, dass zum Beispiel Gödel selbst dieses Theorem nicht formulierte. Er hat es verwendet in dem Spezialfall, den wir jetzt auch für Theorem 1 brauchen, Gödel 1. Aber er hat es nicht extra herausgestellt als Lemma. Und auch noch 1967, als ein ganz berühmtes Lehrbuch zur Logik erschien, wurde das immer noch nicht explizit herausgestellt. Aber in Wahrheit ist es die Maschinerie, die hier vieles zum Laufen bringt. Und es ist gut, natürlich dem einen eigenen Namen zu geben. Lasst uns mal Theorem 1 beweisen. Also das ist jetzt Gödels erster Unvollständigkeitssatz, den er übrigens in seiner Doktorarbeit bewiesen hat. Kleiner Diss an alle, die hier Doktorarbeit schreiben oder geschrieben haben. In seiner Masterarbeit hat er übrigens den Gödelschen Vollständigkeitssatz bewiesen, den werden wir auch noch behandeln. Kleiner Diss an alle, die hier Masterarbeit geschrieben haben. Okay. Sei es ein bezüglich einer fixierten Gödelnummerierung rekursiv axiomatisierbares formales System, das IQ umfasst. Also zum Beispiel IQ selbst oder ZFC, was ihr wollt. Ja? Dann gilt Folgendes. Wenn S vollständig ist, der Begriff wird erklärt, so ist S inkonsistent. So, was heißt Vollständigkeit? Vollständigkeit heißt, für alle Formeln von S gilt, das da oder das da. Und vor der inhaltlichen Erklärung von Vollständigkeit noch eine kurze syntaktische. Das ist Abuse of Notation, den hatten wir jetzt auch schon mehrmals, aber ich will ihn nochmal herausstellen. Wenn man links vom Turnstile nicht eine Formel schreibt, sondern den Namen von einem formalen System, dann meint man, dass die Sequenz
top bedingt phi in dem Kontext, wo phi Sinn ergibt, modulo s ableitbar ist. Ich schreibe das hier einmal hin, danach nie wieder. Also das da ist eine Kurzschreibweise für das da ist in s ableitbar. Wenn ihr das so ein bisschen doof findet hier, dann schaut mal bei der Diskussion auf dem Matheplanet vorbei. Da wurde unter anderem das diskutiert. Und zur Erinnerung nochmal, was heißt, dass ein System inkonsistent ist? Das hatten wir schon. Ich schreibe es trotzdem mal kurz hin. Dass ein System inkonsistent ist, bedeutet, dass es in der Lage ist, Bottom zu zeigen. So, Vollständigkeit von einem formalen System ist auf jeden Fall eine sehr wünschenswerte Eigenschaft. Denn warum nochmal haben die Leute formale Systeme eingeführt? Sie haben deswegen formale Systeme eingeführt, weil sie endlich wieder guten Gewissens Mathematik betreiben wollten. Weil sie endlich wieder sicherstellen wollten, dass wenn man so Mathematik betreibt, dass man dann keinen Widerspruch folgern kann. Ja? Gleichzeitig aber wollten sie sich natürlich nicht einschränken in ihre Kreativität. Es sollte schon noch so sein, dass alle Aussagen, die auch wirklich stimmen, halt jetzt axiomatisch präzise genau nachgewiesen werden können. Die Vollständigkeit drückt eben aus, für jede Formel phi ist das System stark genug, um entweder einen Beweis von phi zu produzieren oder einen Gegenbeweis von phi zu produzieren. Also eine wünschenswerte Eigenschaft von einem formalen System. Gödel's erste Unvollständigkeit sagt aber, jedes System, was diese Standardanforderung erfüllt und vollständig ist, ist schon inkonsistent. Das heißt, zur Formalisierung von Mathematik nicht zu gebrauchen, weil es bottom ableitet und daher jede Aussage. Vielleicht, wenn ihr wollt, könnt ihr euch die Kontraposition auch vor Augen führen, die sagt, wenn ein formales System konsistent ist, dann ist es nicht vollständig. Dann gibt es irgendwelche Formeln, die weder ableitbar sind, noch wo deren Negation ableitbar ist. Wenn manche von euch schon sehr intuitionistisch geprägt sind, dann könntet ihr hier noch einhaken und sagen, ja, Moment mal, jemand, der sagt, ein System soll vollständig sein, spricht doch aus einer klassischen Erwartungshaltung. In einer intuitionistischen Theorie würde ich doch gar nicht erwarten, dass jede Aussage oder die Negation von der entsprechenden Aussage beweisbar ist. Das ist ein guter Punkt. In der Tat, für intuitionistische Systeme ist Vollständigkeit überhaupt nicht zu erwarten. Ja? Aber man könnte den Begriff leicht abschwächen, sodass es doch wieder sinnvoll wird, zum Beispiel indem man hier nicht nichts davor haut oder irgendwie das entsprechend abgeschwächt formuliert. Und das Theorem hier gilt eben für alle Systeme, die IQ umfassen, insbesondere auch Hating-Arithmetik. Normalerweise wird das immer nur für Peano-Arithmetik oder für klassische Systeme formuliert, aber der Beweis ist exakt gleich schwer wie für intuitionistische. Deswegen machen wir es so. Ja, Matthias? Umfasst PA IQ auf jeden Fall. Das habe ich in IQ nicht Quantoren. In IQ hast du Quantoren. Und in PRA habe ich keine, oder? PRA meinst du? PRA. Ja, die Frage ist, umfasst PRA IQ Antwort? Nicht so, wie wir PRA definiert haben, weil PRA keine Quantoren hat als Teil der Sprache und IQ schon. Aber man könnte PRA leicht anders definieren. Man kann eine konservative Erweiterung von PRA vornehmen, sodass du doch wieder Quantoren hast, allerdings weiterhin das Induktionsaxiom nur für quantorfreie Formeln. Und ein nicht-triviales Theorem von Pearson besagt, dass du sogar noch meinetwegen Induktion dazu nehmen kannst für Sigma 0,1 Formeln, also Formeln, die mit dem S-Gibzeichen anfangen und dann eine quantorfreie Formel kommt. Also das ist eine konservative Erweiterung von PRA und dann ist es so, dass IQ ein Untersystem von PRA ist. Bevor wir den Beweis führen, noch eine Anmerkung. Das, was da steht, ist etwas völlig anderes wie das da.
Das ist eine Eigenschaft, die jedes klassische System hat. Und sie besagt, dass das System glaubt, dass jede Aussage wahr oder falsch ist. Das ist eine viel stärkere Aussage, die sagt, für jede Aussage phi gibt es auch entweder einen Beweis von ihr oder einen Gegenbeweis von ihr. Ja? Kann ich versuchen. Ach so. Gut, lasst uns zum Beweis von Theorem 1 schreiben. Der ist im Übrigen völlig konstruktiv, genau wie der Beweis von Theorem 0 völlig konstruktiv ist. Ja? Also diese Formel Alpha, deren Existenz da postuliert wird, die kann man hinschreiben in einer Zeile. Also es ist wirklich kein großes Ding. Beweis von Gödels erstem Unvollständigkeitssatz. Nach dem Diagonalisierbar-Lemma von Theorem 0, nach dem Diagonalisierungslemma. Das heißt übrigens deswegen so, weil der Beweis von Theorem 0 derselbe ist wie immer, also auch derselbe Beweis wie das, wie bei Cantor, dass die Potenzmenge von n überabzielbar ist und so, das ist immer, oder das, das Halteproblem unentscheidbar ist, das ist immer derselbe Beweis. Ne? Nach dem Diagonalisierungslemma gibt es, lass mich nur nachschauen, welches System wir da jetzt nehmen. So. Gibt es eine Formel, eigentlich immer groß G wie Gödelsatz. Wir nehmen aber griechische Buchstaben, daher Gamma wie Gödelsatz. Ja. Gibt es eine Formel Gamma mit IQ, zeigt, dass Gamma äquivalent ist zur Aussage das da. Ich habe das Prof noch nicht eingeführt, führe ich jetzt ein. Okay, was heißt dieses Prof S von M? Und hier soll vielleicht auch ein Index S hin. Also Prof S von M drückt aus, dass ein P existiert, sodass Proof PM gleich 1 ist, sodass also P ein korrekter Beweis von der Behauptung M ist. Hier geht wieder die übliche Abuse-of-Notation-Idee, die wir schon mehrmals hatten. In der Sprache von IQ gibt es kein Symbol, das Funktionssymbol für Proof. In IQ gab es nur Funktionssymbole für Plus, Mal und Successor. Aber nach unserer Forderung ist doch Proof S eine berechenbare Funktion. Und nach der Vorlesung vom letzten oder vorletzten Mal darstellbar in IQ. Es gibt eine gewisse Formel, eine extrem lange Formel, weil da wird irgendwo verklausuliert der Quellcode von Proof S eingehen. Es gibt eine extrem lange Formel mit ganz vielen Quantoren und Zeug, die man statt dieser Bedingung, dass Proof SPM gleich 1 ist, auch hinschreiben könnte. Das wäre eine Formel mit drei freien Variablen. Einer, wo man dann das P reinstecken kann, einer, wo man das M reinstecken kann, einer, wo man Y, den angeblichen Funktionswert, reinstecken kann. Das wäre hier die 1. In diesem Sinne ist das hier zu verstehen. Was sagt Gamma aus? Wir sehen ja, wozu Gamma äquivalent ist. Gamma sagt aus, die Formel Gamma ist nicht beweisbar. Ist nicht in S beweisbar.
Gamma ist äquivalent zur Negation der Behauptung, dass die Formel, die zu der Gödel-Kodierung von Gamma, also Gamma gehört, beweisbar ist. Beachtet hier wieder den subtilen Episcopation, nicht schlimm meiner Ansicht nach, aber hier könnt ihr anders sehen. Wir haben eigentlich nicht definiert, was es bedeutet, dass Formeln ableitbar sind in einem formalen System, sondern nur Sequenzen. Ich meine hier die Sequenz top bedingt Gamma. Ja? Okay, also das ist, was Gamma aussagt. Gut, und jetzt können wir einfach nachrechnen, dass wenn Gamma beweisbar sein sollte, oder auch wenn nicht Gamma beweisbar sein sollte, dass dann jeweils die Inkonsistenz folgt von dem System. Wir zeigen, sind Gamma oder nicht Gamma in S ableitbar, so ist S inkonsistent. Also zwei Teile, ne? Wir müssen einmal zeigen, dass die Behauptung für Gamma und einmal die Behauptung für Nicht-Gamma. Wir sind dann fertig mit dem Beweis von Gödel's Unvollständigkeitssatz, denn nach Voraussetzung ist das System vollständig, das heißt, eines der beiden ist ableitbar und dann folgt also ein Widerspruch. Ja, dann folgt die Inkonsistenz von S. Okay, fangen wir mit dem ersten Ding an. Also, gelte, dass Gamma ableitbar ist. Dann gibt es eine Zahl P mit der Eigenschaft, dass die externe Proof-Funktion auf P und der Gödel-Nummer von Gamma aufgerufen 1 zurückgibt. Denn Gamma ist ja ableitbar. Es gibt also irgendeinen Beweisbaum, den wir als Zahl kodieren können. Das ist dann unser P. Somit, und ich schaue nur nochmal nach, welches System wir jetzt hinschreiben wollen. Ja. Wir können IQ nehmen. Somit zeigt IQ, dass Gamma ableitbar ist. Denkt dran, bei IQ gab es kein Induktionsaxiom, daher zeigt IQ kaum was. Aber IQ zeigt schon konkrete Aussagen zu dargestellten Funktionen, ausgewertet auf konkreten Numeralen. IQ kann nachrechnen, dass bei dieser Funktion, wenn man für P wirklich diese Zahl P einsetzt, die es hier gibt, dass dann da 1 rauskommt. Und daher kann IQ diese Formel nachrechnen. Okay. So, andererseits haben wir doch, dass, ganz kurz noch, sorry. Also haben wir das auch auf S. S zeigt das auch, ja. S umfasst IQ, S zeigt alles, was IQ auch zeigt. Gut, andererseits haben wir, dass S das da zeigt. Warum? S zeigt doch Gamma. Laut IQ und daher auch laut S ist Gamma äquivalent zu dieser Aussage, zu dieser Formel, also zeigt S auch diese Formel. Jetzt sehen wir, dass S diese Formel zeigt und auch ihre Negation. Also zeigt S bottom.
Also ich versuche das nochmal in menschlicher Sprache wiederzugeben. Die Formel Gamma drückt aus, dass sie selbst nicht beweisbar ist. Wir zeigen jetzt, sollte die Formel beweisbar sein, dann ist auch Bottom beweisbar. Wie hat das funktioniert? Wir nehmen an, dass Gamma beweisbar ist in S. Dann gibt es einen großen Beweisbaum, der das bezeugt. Diesen großen Beweisbaum können wir kodieren zu einer Zahl. Diese nennen wir P. Und wenn man diese Zahl in dieses Proof-Prädikat reinsteckt, in die Funktion, die überprüft, ob ein angeblicher Beweis von etwas, das angeblich eine Aussage ist, wirklich ein korrekter Beweis ist von diesem Ding und wobei dieses Ding auch wirklich eine korrekt konformierte Sequenz ist. Diese Funktion gibt daher 1 zurück, weil es sich bei P um einen korrekten Beweis handelt. Diese Erkenntnis kann auch IQ zeigen. Das ist Teil von unserer Definition, was es bedeutet, dass Funktionen darstellbar sind in IQ. Da hatten wir immer erstens und zweitens. Das war an der linken Tafel dort hinten. Und das ist Eigenschaft zweitens, die das ausdrückt. Auf Numeralen beweist IQ, dass die Funktion genau das Verhalten zeigt, was sie wirklich hat. Wenn IQ das zeigt, zeigt es auch S, weil S nur mehr ist. Und andererseits, das bezieht sich jetzt auf das hier oben, haben wir auch, dass S die Negation von dieser Formel ableitet. Denn S leitet ja Gamma ab und Gamma ist äquivalent zu D. Und die beiden Sachen kombiniert ergeben, dass S bottom ableitet. Lukas? Ja, hier. Der ganze Beweis ist ein Metabeweis. Den ganzen Beweis führen wir in unserer Metasprache. Ja, wir könnten ihn aber auch in ZFC führen. Das Proof S ist genau dazu da. Wozu gibt es das Proof S? Zunächst ist es so, nur auf Metasprache können wir über Ableitbarkeit in konkreten Systemen sprechen. Wir haben halt auf Deutsch diese Vorlesung gehalten, Deutsch war unsere Metasprache, und wir haben darüber gesprochen, ob irgendein formales System die oder jene Sequenz ableitet. Dank des Apparats, den wir uns erarbeitet haben, ist es jetzt auch möglich, die Aussage, dass irgendein System irgendeine Sequenz ableitet, als sehr, sehr lange, verklausulierte Formel zu beschreiben, aber als eine Formel, die nur über natürliche Zahlen spricht. Und das ist genau dieses Prof S Gamma. Das ist eine extrem lange Formel, weil da insbesondere die Axiome von S irgendwie kodiert sein müssen. Und sie drückt dann aber aus, dass die Formel, deren Gödelnummer das erste Argument ist, dass diese Formel einen Beweis in S hat. Auf diese Art und Weise kann man also das Sprechen über Ableitbarkeit ausdrücken, nur mit Hilfe von natürlichen Zahlen. Und damit können alle möglichen Systeme, die eigentlich nicht dafür ausgelegt sind, über Beweisbäume zu sprechen, plötzlich doch über Beweisbäume sprechen. Zum Beispiel in Piano-Arithmetik, da gibt es nur Zahlen. Als einzige Sorte gibt es Zahlen. Dank dieser Kodierung können wir aber auch in Piano-Arithmetik über Beweisbäume sprechen. In ZFC wäre es viel leichter, so eine Kodierung durchzuführen. Auch ZFC hat keine Sorte für Beweisbäume, aber ZFC hat schon eingebaute Paare und so. Und damit ist es viel leichter, Beweisbäume und Formeln und Terme und andere syntaktische Objekte als Tupel und als Mengen zu kodieren. Gödels Einsicht war es, dass man all solche syntaktischen Objekte schon als Zahlen kodieren kann. Und dass wir dann auch Eigenschaften dieser syntaktischen Objekte, zum Beispiel die Eigenschaft, ein korrekt gebildeter Beweis zu sein, dass wir die auch formulieren können als Relationen über natürliche Zahlen. Aus meiner Sicht sind wir fertig mit dem Beweis von erstens. Es kommt jetzt noch der Beweis von zweitens, aber ihr könnt da gerne jetzt noch Rückfragen stellen. So, dann der Beweis von zweitens. So, der ist tatsächlich mit unserer Wahl von Gamma, die wir getroffen haben, nicht in der Metalogik führbar, in der ich ihn führen will, nämlich konstruktiv und nicht zu infinitistisch.
Ich führe den Beweis jetzt trotzdem in einer erweiterten Metalogik und die Übungsaufgabe wird sein, den Beweis zu reparieren. Ich sage da gleich noch was dazu. Gelte das da. Dann stimmt auch nicht Gamma. Da geht jetzt ein, dass alles, was S beweist, auch wirklich korrekt ist. Das ist eine starke Annahme. Ja? Okay. Was meinst du? Naja, manche formale Systeme sind unsinnig in dem Sinne von, was sie beweisen, stimmt nicht wirklich. Ich kann zum Beispiel zu P-Anarithmetik das Axiom hinzufügen, dass 1 gleich 7 ist. Dann beweist P-Anarithmetik, dass 1 gleich 7 ist. Aber 1 ist nicht wirklich 7 in meiner Metasprache. Gut, hier mache ich... Ja, ich stecke, wie gesagt, ihr müsst den Beweis reparieren. Ja? Ich werde euch auf dem Übungsblatt erklären, wie man den repariert. Es macht auch Spaß, ist witzig. War eine coole Einsicht von Rosser, wie man den reparieren kann. Ich sage euch gleich noch dazu, was Gödel gemacht hat. Gödel hat nicht den Quatsch gemacht, den ich jetzt mache. Ich unterstelle, dass das System, dass jede Aussage, die das System beweist, auch wahr ist. Wenn ich das unterstelle, darf ich diesen Schluss machen. Okay. Gamma bedeutet, dass Gamma nicht beweisbar ist. Ja? Nicht Gamma bedeutet also, dass Gamma nicht nicht beweisbar ist. Somit nicht nicht S beweist Gamma. Ich unterringel mal die Argumentationsschritte, die Quatsch sind. Ja? Aber der nächste ist wieder okay. Ja? Wir wissen, dass Gamma ausdrückt, dass Gamma äquivalent ist zu nicht das da. Und wir wissen, wenn ich das jetzt informal hinschreibe, ich führe einen informalen Beweis auf Deutsch in meiner Metasprache, darf ich statt proof S unterstrichen Häkchen Gamma auch einfach schreiben, S leitet Gamma ab. So war das gemacht. Gut. Also habe ich das hintere Gamma ersetzt durch nicht S zeigt Gamma. Als nächstes sage ich, dass S Gamma ableitet. Ich lasse die beiden nichts weg. Das darf ich, wenn meine Metatheorie klassisch ist. Und jetzt sage ich, dann siehe erstens. Denn erstens haben wir bewiesen, dass wenn S Gamma ableitet, dass dann S auch Bottom ableitet. Und das ist, was wir zeigen wollen. Damit sind wir durch modulo der beiden unterstrichenen Argumentationsschritte. Kann ich überhaupt noch zuerst sehen, wenn ich weiß, dass S nicht Gamma ableitet und S Gamma ableitet? Ah, du kannst es auch schneller machen. Ja, richtig, hast recht. Lass den Beweis verkürzen, indem wir einfach sagen, zusammengenommen. Aus Nicht-Gamma und Gamma, wenn das S beides ableiten kann, dann kann es auch Gamma Bottom ableiten. Okay, jetzt sage ich euch kurz was zu diesen beiden komischen Sachen. Ja? Gut, also zunächst mal Folgendes. Der Beweis, so wie er steht, ist zulässig in einer starken, klassischen, infinitistischen Metatheorie, wenn wir noch die Zusatzvoraussetzung stellen, dass S nur wahre Dinge beweist, wahr im Sinne der Metatheorie. Jetzt lasst uns mal schauen, was man noch aus diesem Beweis rausholen kann oder wie man ihn umformen kann. So, zunächst mal, Gödel war zumindest zu diesem Zeitpunkt nicht interessiert an klassisch oder intuitionistisch. Das heißt, dieser letzte Sprung von der Zeile in die wäre ihm egal gewesen. Aber das da, sowas wollte er vermeiden. Er wollte nicht unterstellen, dass die Metatheorie stark und infinitistisch ist. Was er daher noch gemacht hat, ist, er hat eine weitere Zusatzvoraussetzung von dem S gefordert, nämlich, dass das System Omega-konsistent ist. Und unter dieser weiteren Zusatzvoraussetzung war es ihm dann möglich, diesen Schritt hier zu ersetzen durch einen anderen Schritt, der dann rein syntaktisch durchführbar war. Rein syntaktisch heißt, ohne Appell an Wahrheit, an eine Menge n, in der dann wirklich nicht Gamma gilt.
Rosser, ein Student von Church, Informatikerinnen sicherlich bekannt von der Church-Rosser-Eigenschaft, die manche Termersetzungssysteme haben, hat ein paar Jahre später bewiesen, dass man aber auf diese Zusatzvoraussetzung, die Gödel noch sich dazu geholt hat, um den Beweis hier fertig zu führen, auch verzichten kann, wenn man nur das Gamma ein bisschen cleverer wählt. Wenn man nicht direkt dieses Gamma wählt, sondern ein anderes selbstbezügliches Gamma. Eines, wo da hinten nicht beweisbar steht, sondern kleine leichte Modifikation von Beweisbarkeit. Und auf dem Übungsblatt wird gespoilert werden, welche Eigenschaft das ist. Und dann könnt ihr nachrechnen, dass mit dieser leicht anderen Definition von Gamma der Beweis von zweitens völlig okay durchführbar ist. Intuitionistisch okay und ohne Appell an Wahrheit in einer Metatheorie. Ihr habt bei eurem Fibeln übrigens noch was vergessen. Ein anderes Wort müsste ich auch noch unterstreichen, nämlich das Wort Stimmen. Ah, sehr gut, okay. Es wird gerade berechtigt, dass es Lukas schon angepöbelt hatte. Das ist gut, weil wir haben Theorem 5. Theorem 5 sagt uns, Wahrheit ist nicht definierbar. Hier steht aber das Wort Stimmen, was Synonym für das Wahre ist. Ja? Ja. Ja, also ich muss noch ein bisschen pöbeln. Bitte. Also diesen Beweis 2. Ja. Also du hast jetzt hier gesagt, zusammengenommen, S zeigt Bottom. Genau. Wir auch sagen können, aha, S zeigt Gamma. Ja. Also ist Gamma wahr. Ja. Wenn dieses Bann und ja. Stimmt irgendwie ja. Verwendbar ist, dann stimmt also Gamma und es stimmt nicht Gamma. Also haben wir Widerspruch gesehen. Also hätten wir jetzt gesehen, dass Fall 2 gar nicht eintreten kann. Das können wir auch mal. Ja. Ja, genau. In den Voraussetzungen, die sind ja wohl nicht stark genug, dass wir schließen können, dass Gamma konsistent ist. Also könnten wir einfach in trivialer Weise inkonsistent für S statt. Okay, ich weiß, was du meinst, ich wiederhole es. Also hier ist gerade folgender Vorschlag, den Beweis auch noch zu führen. Wir wissen schon, nicht Gamma stimmt. Jetzt haben wir gesehen, dass Gamma ableitbar ist. Jetzt machen wir wieder diesen krassen Appell und sagen, dann stimmt auch Gamma. Nun haben wir gesehen, dass Gamma und Nicht-Gamma beide stimmen. In der Metatheorie, das ist Quatsch, also Widerspruch, das heißt Teil 2 tritt nicht ein. Und Matthias ist jetzt besorgt, wie das sein kann. Unsere Voraussetzungen würden doch bestimmt nicht die Konsistenz von S unterstellen. Tun sie aber doch, so wie ich das jetzt hier aufgezogen habe. Nämlich, wenn alle Aussagen, die S beweist, wahr sind, dann ist S auf jeden Fall konsistent. Ja, aber da steht ja, weil wenn S Bottom ableiten würde, dann wäre auch Bottom richtig, aber Bottom ist nicht richtig. Ah. Eine starke Metatheorie annehmen. Okay. Aber starke Metatheorie sagt ja nicht, dass alles, was S beweist, wahr ist. Das heißt, sie ist halt so stark. Okay. Dann muss ich das dazu nehmen. Ja, genau. Aber ich will sowieso nicht, dass ihr den Beweis hier nimmt. Wir brauchen den auch nicht für die restlichen Aussagen. Ich will, dass ihr den richtigen Beweis führt, den Rosser geführt hat. Ja. Ja. Das heißt jetzt insbesondere, S ist konstant. Ja. Dann sehen wir, dass S nicht vorsteht. Ja, genau. Ich wiederhole das nochmal. Wenn die Metatheorie stark genug ist, um zu zeigen, dass alles, was S zeigt, wahr ist, dann ist S nicht vollständig. Richtig. Eine Anmerkung noch, bevor es weitergeht. Genau, eine Anmerkung noch. Und zwar folgende. Wir haben jetzt gesehen, also vollständige Systeme sind immer inkonsistent. Man kann das noch ein bisschen mehr auf die Spitze treiben und dann eher so aussprechen wie Theorem 1 hier. In jedem System gibt es wahre Aussagen, die nicht beweisbar sind. Wie folgt diese populärwissenschaftliche Deutung von Gödel 1? Naja, wir haben doch jetzt dieses Gamma gesehen und wir wissen, das Theorem zeigt weder Gamma noch Nicht-Gamma. Aber in einer klassischen Erwartungshaltung ist ja mindestens eine dieser beiden Formeln wahr. Gamma oder nicht Gamma, eine von denen ist wahr. Und das System zeigt aber keine von denen. Ja, also gibt es wahre Aussagen, die nicht beweisbar sind. Vielleicht interessiert euch auch noch für andere Aussagen Gamma, die wahr sind, aber nicht beweisbar. Das ist jetzt eine, die genau konstruiert wurde, um dieses Theorem hier beweisen zu können. Vielleicht interessiert ihr euch für natürlichere Arten von Aussagen, die in einem konkreten System, sagen wir Piano-Arithmetik,
nicht beweisbar sind, obwohl sie wahr sind aus Sicht einer stärkeren Metatheorie. Von denen gibt es einige. Zum Beispiel gibt es folgendes, es gibt auch folgendes Theorem. Auf jeder Party von mindestens 6 Leuten gibt es auf jeden Fall ein Dreiergrüppchen, was sich entweder komplett kennt oder komplett nicht kennt. So, dieses Theorem kann PA beweisen. Aber man kann das Theorem verallgemeinern, sodass man sagt, für jede Anzahl Farben K und für alle bla gibt es dann gibt es eine Anzahl Personen groß n, sodass für alle n elementigen Teilmengen bla bla bla. Und wenn man die Aussage darauf verstärkt, dann ist sie wahr. Man kann sie in ZFC problemlos zeigen, aber man kann sie nicht in PA mehr zeigen. Ein anderes Beispiel, dazu wird es eine Übungsaufgabe geben. Anderes Beispiel, es gibt die sogenannten Gutstein-Folgen. Die von euch, die im Curry-Club waren, kennt ich schon. Das sind Folgen von Zahlen, da fängt man mit einer gewissen Zahl, mit irgendeiner Zahl an, wie man möchte. Dann führt man ein gewisses Verfahren aus, dann kommt eine nächste Zahl raus, dann wieder. Die Zahlen steigen rasant an zu Beginn, aber ZFC hat keine Mühe zu zeigen, dass sie irgendwann wieder auf Null absinken, diese Folgen. Egal mit welcher Zahl man startet. Piano-Arithmetik kann für jede konkrete Startzahl zeigen, dass die Folge irgendwann bei Null enden wird. Aber Piano-Arithmetik kann nicht beweisen, dass für alle Startzahlen n die Folge bei 0 enden wird. Ja, also es gibt durchaus auch recht natürliche Beispiele für so Gammas. Ich will jetzt aber noch Gödels zweiten Unvollständigkeitssatz zeigen. Das ist Theorem 2 in unserer Nummerierung. Gödels zweiter Unvollständigkeitssatz. Sei es ein formales System, das bezüglich einer fixierten Gödel-Nummerierung rekursiv axiomatisierbar ist. Soweit genau dieselbe Voraussetzung wie bei Theorem 1. Jetzt aber noch eine Voraussetzung. Gelten außerdem die Hilbert-Bernays-Loeb-Bedingungen Fun Fact, Erfolg zu haben in der Logik ist positiv korreliert damit, dass man einen Umlaut in seinem Namen hat. Siehe Gödel, Loeb oder Löwen. Hilbert habe ich gerade gedisst, ja. Erste Bedingung. Wenn es Phi zeigt, dann soll es auch glauben, dass es Phi zeigt. Zweite Bedingung. Es glaubt Folgendes. Zweitens, es glaubt, dass immer wenn irgendeine Formel Phi beweisbar ist, dass dann auch beweisbar ist, dass sie beweisbar ist. Das ist nur eine Reflexion von erstens nochmal. Und drittens, es glaubt, dass das Beweiskonzept mächtig genug ist, um Modus Ponens auszudrücken. Das da. Und zwar für alle Formeln in beliebigen Kontexten Phi und Psi von S. Das sind die HBL-Bedingungen. Hier nochmal drittens interpretiert, vorgelesen, das sagt, es glaubt, dass wenn die Implikation, dass Phi Psi bedingt, beweisbar ist und wenn außerdem Phi beweisbar ist, dass dann auch Psi beweisbar ist.
Ein konkretes Beispiel. Dieses Prof S hier erfüllt diese HBL-Bedingungen für alle konkreten formalen Systeme, die einen Namen haben. Für PA, für HA, für ZFC. Übungsaufgabe wird sein, das nachzurechnen im Fall HA. Die Aussage ist von Gödel 2 ist dann, S ist genau dann inkonsistent, wenn S die Konsistenz von S zeigt. Man könnte denken, der Beweis ist lang und kompliziert, aber funktioniert locker noch in 5 Minuten. Kompliziert ist er trotzdem, aber er ist nicht lang, er ist kurz. Was ist con S? Das ist die Aussage nicht proof S bottom. Das drückt die Konsistenz von S aus, dass es keinen Beweis von bottom gibt. Ist immer noch die Bedingung, dass S IQ passt? Ja, danke. So, und IQ umfasst. Wenn S nicht IQ umfasst, dann kann ich Prof S gar nicht formulieren, weil Prof S war eine berechenbare Funktion und wir haben gelernt, in IQ kann ich alle berechenbaren Funktionen darstellen, aber wer weiß, ob ich das in anderen Systemen kann. So, lasst uns das beweisen. Ja, das kann gut sein. Wo fehlt S? Dort fehlt S. Ich werde das eventuell auch weglassen ab jetzt. Beweis. So, die Richtung von links nach rechts, da ist nichts zu tun. Weil wenn S inkonsistent ist, leitet es bottom-up per Definition. Insbesondere leitet es alle möglichen Formeln ab. Jetzt die Rückrichtung. Sei Gamma die Formel aus Gödel 1. Das ist Gödels erstem Unvollständigkeitssatz, den wir eben bewiesen haben. So. Dann sahen wir, ich wende nur den unkritischen Teil 1. Ja. Ist S konsistent, so ist Gamma nicht ableitbar. Denn wenn S Gamma zeigen würde, greift Teil 1, der war unkritisch, der zeigt dann, dass S bottom-up leitet, aber S leitet nicht bottom-up, weil wir jetzt S als konsistent vorausgesetzt haben. Zusammengefasst, ist S konsistent, so gilt Gamma. Denn Gamma drückt doch gerade aus, dass Gamma nicht ableitbar ist. Und wir haben gesehen, dass Gamma nicht ableitbar ist. Und jetzt kommt eine schöne Stelle im Beweis. Diese Argumentation, der Beweis von Gödel 1, ja, können wir formalisieren. Die war bisher auf der Metalogik geführt, aber wir können sie auch in S selbst nochmal führen und sehen dann, damit sehen wir, S zeigt, sollte S konsistent sein, dann folgt Gamma.
Ja? Wir haben hier das Fazit festgehalten, wenn S konsistent ist, so gilt Gamma. Das ist aber nicht nur eine wahre Aussage, sondern auch eine Aussage, für die wir den Beweis gesehen haben. Und dieser Beweis ließe sich in S nachmachen. Da gehen die HBL-Bedingungen ein. Und ich lade euch ein, diesen einen Argumentationsschritt, das ist der kritische Schritt im Beweis, den zu prüfen. Nach Voraussetzung gilt, dass S seine eigene Konsistenz nachweist. Wenn S das dann nachweist und diese Implikation nachweist, dann weist S auch Gamma nach. Und wir haben eben gesehen, rechte Tafel, dass S damit Bottom nachweist. Das ist aber, genau, und das ist, was wir zeigen wollten. Wir wollten nämlich zeigen, dass S inkonsistent ist. Die Leute sagen auf der Straße, dass Gödel 2 einfach die Internalisierung von Gödel 1 ist. Und jetzt wisst ihr, was damit gemeint ist. Der Beweis von Gödel 2 folgt mehr oder weniger sofort. Nur noch hier, diese Zeile mussten wir nochmal nachträglich uns dazu denken. Einfach dadurch, indem man erkennt vom Beweis von Gödel 1, dass der in S formalisierbar wäre. Wir haben den Beweisbaum jetzt nicht aufgeschrieben, aber wir könnten es machen. Und dann hätten wir diese Sequenz hier, diese Formel abgeleitet in S. So haben wir Gödel 2. Und so sehen wir also, dass ein formales System, was gewisse Mindestanforderungen erfüllt, die aber extrem schwach sind, die von jedem ernsthaften System, was verwendet wird, um Mathematik zu betreiben, erfüllt wird, dass jedes solches System genau dann konsistent ist, wenn es seine Konsistenz nachweist, wenn es in Wahrheit inkonsistent ist. Das zeigt euch, wenn ihr euch ein bisschen auf die Crackpot-Schiene begeben wollt und nachweisen wollt, dass P-Anarithmetik inkonsistent ist, dann habt ihr zwei Möglichkeiten dafür. Möglichkeit 1, ihr zeigt halt, dass P-Anarithmetik irgendwie einen Widerspruch ableitet, irgendwie Bottom ableitet, über irgendein cooles Argument. Möglichkeit 2, ihr zeigt, dass P-Anarithmetik konsistent ist. Innerhalb von PA-Arithmetik. Ihr verwendet für euren Beweis nur Zutaten, die in PA formalisiert werden können. Ergebnis mit Gödel 2, dann ist auch PA inkonsistent. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachweis der Inkonsistenz von PA. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.